So, Leute, heute haben wir die Wettner Box. Die asoziale Marokkaner Box. Die war übrigens noch im Karton, aber schaut euch mal an. Es ist schon so. Eine große Verpackung. Und jetzt machen wir das auch ein bisschen, weil da sind irgendwie coole Sachen drin. Das sag ich mal so. Das Müllbehältnis kann man den Karton dann auch noch verwenden. Der zweite Karton, den die verpacken war, habe ich natürlich schon als provisorischen Mülleimer in Verwendung. Und geh auf. Machen wir mal auf den ganzen Schrott. Der Schrott, naja, es wird am Ende Schrott sein. Oh, jetzt habe ich gedacht, die Verpackung hat was. Mal kurz mal wenden. Da habe ich kurz gedacht, die Verpackung hat was, aber alles okay. Alles im grünen Bereich. Das ist eine riesige Box, Leute. Den da könnt ihr halt als Müllkarton verwenden und so. Müsst ihr halt selbst entscheiden. Vielleicht geht ihr da drin was anderes rein. Was weiß ich, euer Leben. Naja, auf jeden Fall erstmal die Box. Ich glaube, die Hinteransicht, eine Seitenansicht von links, Seitenansicht von hinten, die Hinteransicht, dann hast du die Seitenansicht von rechts und die Vorderansicht, das merkst du, weil du hier vorne öffnen kannst. Logisch, oder? Die Ansicht von oben, das mit der Kamera, die Ansicht von unten, da kann man auch über das schwarz, deutlich weiß gehaltene sehen, dann öffnen wir mal die, ich sag mal, den provisorischen Spind. Haben wir mal zerstört. Das Shirt ist echt cool, finde ich. Für den Sommer geeignet und. Oh, was ist denn das für ein Spruch? Okay. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen überrascht. Dann haben wir den Basketball. Den haben wir ja gesehen. Sieht jetzt so ein bisschen. Du quetscht das Ei aus, aber aufgepumpt wird der verdammt kurz im Spiel sein. Was ich gut daran finde, er motiviert somit aus meiner Sicht die Leute, sich ein bisschen sportlich zu betätigen. Da haben wir eine Pumpe. Ihr könnt auch mal weiteres als für den Ball verwenden. Hahaha. Ihr wisst ja, was ich meine, den Phallus. Das Glied. Ich meine, jetzt kommt das Wichtigste daran eigentlich. Ihr habt hier mal eine CD. Könnt ihr das sehen? Oh, ich kann das Licht wegmachen. Mit 14 Tracks. Sieht von vorne so aus. So, und dann habt ihr eine CD mit auch ein paar Tracks. Ja. Ein EP. Da ist auch dieser Track mit. Wie heißt denn der Typ? 6ix9ine oben und so. Scheiß Ventilator-Kind. So, der Ventilator steht schon, aber die Tracks sind da oben. Ein paar haben wir oben auf jeden Fall. Machen wir dann schauen. Da steht eh oben. Machen wir gleich auf. Hm? Mach gleich auf für euch die. Box, aber da gehen wir kurz den weg. Da haben wir ein Brettspiel dabei. Das zeige ich euch gleich. Das Brettspiel, das ist schon jetzt irgendwie interessant. Schauen wir mal, was da drin ist. Schub, 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 schub. Geh auf. Ist ja immer das gleiche mit den Plastikverpackungen. Es gehen auch noch den Sack. Wisst ihr, Kunststoff strahlt radioaktiv und da es so langsam vergeht, weil Kunststoff wird auch mal zu einem anderen Stoff, andere Elemente binden sich, es entsteht ein neuer Ausgangsstoff. Upsi, na komm, der ist hier. So, wie viele Tracks haben wir? 5, also
Könnt ihr das sehen? The Game hat auch dazu beigesteuert. The Game. Ein Track, der neue, also der zuletzt released wurde, erinnert mich auch so an wie Hate It or Love It, so ein Remake-mäßig so. Naja, die Tracks habt ihr oben, das ist die CD. Da könnt ihr nicht viel sehen, das ist ein einziges Blatt. Mit Wendung. Da könnt ihr hier sehen, sieht das hier aus. Das ist dann die Farid Bang Hustler LP. Hustler, Hustler wahrscheinlich. Sieht trotzdem Hustler. Husten, haha. Corona EP. Da müssen wir jemanden bringen. Corona EP, verstehst du? Die Corona EP. Das Husten beziehen sie auf das Rauchen. Ihr wisst ja von welchen Substanzen. Genau, Tetrahydrocannabinol. Ihr merkt es schon, ich bin gelassen. Gelassen als zuvor. Ich habe mich in Ruhe gelassen. So, das ist jetzt. Asoziale Marokkaner Album. Steht nicht 1, 2, 3, 4, das steht einfach nur Asoziale Marokkaner oben. Finde ich simpel und schlicht. Banger Musik präsentiert. Und dann, wie ihr könnt ihr sehen, die Titel, könnt ihr sie sehen. Die sind oben. Naja, so ist es. Haben wir 14 Stück, wie gesagt. Die Innenseite. Auf dem Booklet, die CD. Aber meine Kamera hat die Höchstleistung. Das war schon. Ja. Wunderschön. Ich nutze hier ein HP-Produkt. Falls Leute wissen wollen, was für eine Kamera ich verwende. Und ich muss sagen, Apple ist scheiße und Windows, aber HP hat immer so eine Marke. Im Laufe der Zeit werden die Dinger so eigenartig. Ich rede nicht von Updates. Da habt ihr die Seite des Covers. Würde ich sagen, könnte man auch das Wendecover nehmen. Da mal den Musikinterpreten Farid Bang. Alles explosiv. Das erinnert an den Titel Thanos. Dann habt ihr hier eben wer produziert hat, wer mitgewirkt hat bei den Titeln, seht ihr hier mit der Maske, der Corona-Schutzmaske. Ein kleiner Scherz, ist natürlich eine Maske für einen Schauspieler oder so. Da auch so ein etwas größeres Bild. Auch, ich finde es cool gehalten irgendwie, so nicht übertrieben. Da so weiteres Bild. Es hat einen schlichten Stil. Da habt ihr eben nochmal am Ende. Muss ich schauen, was da steht. Banger Musik. Farid Hamed El Abdelawi. Irgendwie. Moment, eines hier so für Chichi. Die beide haben solchen langen Namen. Und beide haben nicht nur solche Namen auf den Namen, sondern auch Namen, an die man sich erinnert. So, jetzt zum interessanten Teil. Muss ich ehrlich zugeben. Ist halt besser als irgendein Schmuck oder so. Ah, da haben wir ja auch so Stickers. Seht ihr das? Da wurde auch etwas gesagt von, man kann dann seine Buchstaben nur raufkleben, hier auf die Seite hier. Hier vorne, bevor er zum Brettspiel kommt. Da vorne irgendwie Buchstabenkombination. Dann hast du irgendwie, weiß nicht, jeden Konsonanten, jeden Selbstlaut zweimal irgendwie zur Verfügung oder so. Aber da, ganz ehrlich, auch wenn die CD zum Hören schön unterhalten wird oder ablenken wird. Ich würde sagen, das ist, wenn die CD das Herzstück ist, die Lunge. Ein blöder Vergleich, aber
guck mal, Alter. Und da haben sie auch geäußert, dass es irgendwie noch Erweiterungen erhält. Ist cool, das könnte man für jede Altersklasse eigentlich nutzen. Das ist ja das Gute. Gehst du mit denen einfach zu deinen Freunden, was du natürlich auch mit den Basketball machen kannst. Gehst mit Freunden einfach um den Spielplatz und spielst. Ich meine, es ist ein simpler Inhalt, aber ganz ehrlich, der Inhalt ist cool. Der hatte, wer auch immer da mitgedacht hat, er hat mitgedacht. Ich meine, Kette ist auch cool, oder was weiß ich, irgendwie eine verdammt titelreiche CD, aber wow, was das finde ich echt genial. Ein bisschen Spielspaß und Freude. Also dazu muss ich ja nicht mal Rap-Musik hören. Das kannst du auch so spielen. Das ist außerdem ein richtig guter Strategiezug. Das ist echt gute Marktstrategie, ehrlich. Das ist etwas, was in die Zukunft wirken kann. Deswegen könnt das Brett schauen, ob das auf beiden Seiten anders ist. Day off. Du kannst es auf jeden Fall auf die Seite legen, die es dir irgendwie am leichtesten macht zu spielen, beziehungsweise wie es dir am meisten gefällt. Es ist aber auf beide Seiten das gleiche. Und dann haben wir Spielfiguren. Oh, Vorsicht. Oh, oh. Ich find's cool. Ist es? Das könnte dann auch sehr flipper gehen. Ich hoffe, bei der Erweiterung werden sie auch Spielfiguren machen, die nicht nur so aus Pappe sind. Dann einfach mal so Spielfiguren beifügen, die vielleicht aus legierten Eisen sind oder Stahl, was auch immer. Die kann man dann halt je nach Belieben auswählen. Ich nehme mal Violett, das ist eine schöne Farbe. Ich stecke sie nur solche Clipper. Seht ihr? Seht ihr das? Clipper, die sind halt über die Blei. Mit einem Würfel. Mit 6 Stück. Das ist ein Spiel, das man zu 6 auf jeden Fall spielen kann. Sieht dann so aus. Und so wird es dann eben im Brettspiel stehen. Hallo, ich bin Forget Man. Hallo, ich bin Sido. Yo. Und so, ihr wisst ja. Rap auf jeden Fall. Haben sie da irgendwie auch mitvereint. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Und da haben sie da auch schön kein Gesicht dargestellt. So kann man sich dann jeden beliebigen Interpreten vorstellen. Man kann auch sagen, hey, das ist ja gar kein Sprachrapper aus Deutschland, sondern so einer aus Afrika oder Brasilien oder was weiß ich. Dazu haben wir dann, was ist das? Muss ich mal schauen. Da ist was drin, Leute. Oh, Chips. Nicht zum Essen, sondern Spielchips. Ja, ich habe einfach gedacht, das sieht so voll minderwertig aus, aber es ist tatsächlich, sieht cool aus. So, die 10er, dann habt ihr die 50er in Gelb gehalten, dann habt ihr die 100er in Grün gehalten und die 500er in so einem Magenta gehalten. Finde ich wirklich cool. Das Ding ist, es hat ja einen Mehrwert. Du kannst es ja viel öfter verwenden und mit dem wird er nicht so schnell langweilig. Wenn du also mal das Album schon das 20. Mal gehört hast, dann nimmst du halt das Kartenspiel und die Freude geht weiter. Übrigens, das muss ich zugeben. Da haben sie sich auch Gedanken gemacht. Nicht irgendwie so einen langweiligen Karton. Ich weiß, immer noch Karton, aber guck mal. Haben sie sich auch Gedanken gemacht. Da die Karten. Angeführt natürlich von Fabi Bell. Wer denn sonst? Beinahe zu schade, es zu öffnen. Aber wir wissen nicht, was wir spielen möchten. Deshalb. Zap. Und auf ist es. So. Machen wir mal auf den
Plastikbeutel, Packung, was immer. So, und sehen wir uns mal die Karten an. Erstmal riechen. Neugeruch, hohoho. Oh, ist also irgendwie in der Hierarchie. Heute Bang, Summer Jam. Was ist das? Sipo, ich dachte, da steht Sido. 18 Karat. Das sind wahrscheinlich alle, die auf diesem Label rum sind. Jasko. Jasko, Majo. Oh, ach, hat coole Texte. Capo. Der kann gut singen. Basult und Hengst. Rap braucht immer noch kein Abitur. Heftiger Interpret. Kollege, bist du verrückt? Der Typ, der ist genial. Der hat's drauf. Lyrisch, Alter. Boom. Flair. Das ist auch cool. Also, er hat diesen gewissen Flair. Ich meine jetzt nicht so. Er hat diese straßenmäßige Katja. Keine Ahnung. Irgendeine Frau. Vega. Oh. Der hat auch den guten Rap. Ich bin überrascht, dass er da drin ist. Massiv. Wow. Der Mond in den Ghetto kracht. Jamule. Kenne ich nur den Namen. Casey Rebel, Alter. Rap Revolution. Haftbefehl, Alter. Baba Haft, Motherfucker. Ach, krasser Rapper. San Diego. Oh ja, San Diego. Ist doch dieser SpongeBob-Typ. Basil. Ja, kennt man auch. Oleg Sash. Auch cooler Typ. Der Track mit Sido. Löwenzahn. Heftig. Chelo und Abdi. Ey, da sind wahrscheinlich nur die wirklich coolen drin, ha? Nura. Ah, Nura. Ich kannte mal eine Nurai. Dümarok. Puff, auch heftiger Typ. Nimo. Kenne ich nur vom Namen. Xata. Rata. Weiß nicht, vielleicht ist richtig falsch aus. Krasser Typ. LG, Alter. Der ist auch genial. Dann haben wir SSIO. Oh, auch cool. Ein lustiger, ein Komödiante, sagt man, kann man das sagen? Ein lustiger Rap-Interpret. PS Boards. Auch heftig. Auch heftig. Dann haben wir Keanu. Keanusch. Der ist ja auch immer mit PS Boards, oder? Azad. Bang, Alter. Azad. Der Typ ist genial. Azad. Phoenix. Phoenix 2 Leben 1. Puff. Der ist cool. Der ist der. Puff. Die Karte da drin, ja. Da kommen alte Erinnerungen hoch. Das ist ja auch das, was an Spielern kommt. Mit Kapital. Krasser Typ. Heftig, was der alles in kurzer Zeit gemacht hat. Dann haben wir Kalash, das heißt Kalash 44, bin ich sicher, dass man das so ausspricht. Habe ich noch nichts gehört. Ramo. Gibt es da nicht den Ramo-Clan oder so? NG. Kann man das lesen? Erst einmal gewesen. Dann haben wir eine Karte. Wo kann man das sehen? Was steht da oben? Goldplatten, Diss, Stärke, Levelstärke. Nummer 1 Platzierungen, Most Played Video. Ach so, sondern. Fülle diese Karte selber aus und klebe hier ein Foto auf. Aha, da kann ich einen. Der mir gefällt, irgendwie, meinen Favorit irgendwie draufkleben. Dann immer Falco, hahaha. Dann haben wir noch Karten, die für den Spielverlauf relevant sind. Für die anderen natürlich auch, aber. Da zum Beispiel. Cashflow. Ching, ching, ching. Immer wenn du Geld erhältst, bekommst du plus 10k mehr. Göttlich für den Rest des Spiels. Okay. Dann Chill Bill. Selbst beim Chillen rollt die Kohle an. Wenn du auf einem blauen Feld landest, erhältst du plus 20k. Okay. Blaues Feld, damit ist dann wahrscheinlich sowas gemeint. Wenn du darauf landest, erhältst du eben Spielechips 20k, den die ihr hier drin habt. Tja, Leute,
das war das Unboxing für heute. Wie ihr gesehen habt, es gibt Karten. Dann habt ihr die Spielfiguren. Und ich hoffe, dass bei der Erweiterung, die ich mir wahrscheinlich auch holen werde, auch ein paar Figuren dabei sind, die etwas stabiler wirken. Obwohl, man wird ja nicht so herumwürgen, aber wer weiß. Der vor ein fünfjähriges Kind spielt davon mal mit. Tick, tick. Ist langweilig und auf einmal wütend und dann zerbricht es das, zerknittert es das. Naja. Die Pumpe und der Ball, Basketball. Also ganz ehrlich, das ist schon ein Beweggrund, das Album zu holen, weil wenn man doch schon lange diese Musik mitverfolgt, weiß man, hey, ist cool. Hat sich zwar musikalisch verändert, entwickelt, aber man kann es auf jeden Fall hören. So. Und dann habt ihr noch das Shirt, habt ihr auch gesehen. Also ganz ehrlich, man kommt da schon in die Menge. Obwohl das sollte nicht ausschlaggebend sein. Ausschlaggebend sollte eigentlich sein, dass die Musik passt, aber. Und das Brettspiel. Ja, das ist eine Menge, ich weiß euch, das echt kreativ mitgedacht haben. Oder sie haben halt einen, der was im Kopf hat, genommen und sagt, hey, machen wir uns da schnell etwas marketingtechnisch Relevantes. Okay, 22 Minuten. Zu lange. Egal, tschüss.